German Head Start Program, Side 11, Module 3, Unit 2. Exercise 28. Remember how Mr. Miller asked you for your name? Wie heißen Sie? Or, to be more polite, say, Wie heißen Sie bitte? And how did you reply? Say, Ich heiße Mike Holloway. Let's assume your name is John Smith, or, if you're a woman, Jane Smith. Answer the following question in German. The question and answer are also in your book. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße John Smith. Or, Ich heiße Jane Smith. Now ask me what my name is, but don't expect an answer. Wie heißen Sie bitte? Exercise 29. Listen to the following conversations, which are also in your book. Try to understand what is being said. Translate them into English. Then try to say the part of the male speaker in German. Check what you said by replaying the tape. Verzeihung, wie komme ich zum Restaurant Schlitz? Gehen Sie geradeaus? Ach nein, das Restaurant ist geschlossen. Wo kann ich hier essen? Die erste Straße links ist eine Gastwirtschaft. Sie können dort essen. Dankeschön. Fräulein, ich möchte bitte Frühstück. Gern. Was möchten Sie zum Frühstück? Bringen Sie mir bitte Orangensaft, Toast und Rührei. Gut. Möchten Sie Kaffee? Nein, danke. Ein Glas Milch bitte. Hier bitte. Guten Appetit. Wie heißen Sie bitte? Ich heiße Jane Smith. Sie sind nicht Deutsche? Nein, ich bin Amerikanerin. Möchten Sie Englisch sprechen? Nein, ich spreche gern Deutsch. Self-Evaluation Quiz. Part 1. Read the instructions. One. Schmeckt es Ihnen? Schmeckt es Ihnen? Two. Guten Appetit. Guten Appetit. Three. Ich möchte ein Rührei. Ich möchte ein Rührei. Four. Prima. Prima. 5. Essen Sie gern Spiegeleier? Essen Sie gern Spiegeleier? 6. Was möchten Sie zum Frühstück? Was möchten Sie zum Frühstück? 7. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? 2. Read the instructions. 1. You're sitting in a restaurant and want to ask another guest at your table what he's eating. What would you say? A. Was essen Sie? B. Wie heißen Sie? C. Was trinken Sie? 2. You're John Smith, and you want to introduce yourself. What would you say? A. Wo ist John Smith? B. Heißen Sie John Smith? C. Ich heiße John Smith. 3. You want to ask someone what his name is. What would you say? A. Was bringen Sie? B. Wie heißen Sie? C. Was möchten Sie?
4. You want to ask another person if he likes the wine. What would you say? A. Noch einen Wein, bitte. B. Möchten Sie Wein? C. Schmeckt Ihnen der Wein? 5. You want to apologize for asking all these questions. What would you say? A. Entschuldigen Sie, ist hier noch frei? B. Entschuldigen Sie, dass ich frage. C. Verzeihung, wie heißen Sie? 6. You want to ask a person if he likes to drink beer. What would you say? A. Trinken Sie gern Bier? B. Wo trinken Sie Bier? C. Ich trinke gern Bier. 7. You want to tell a person that you like a cup of coffee for breakfast. What would you say? A. Ich trinke nicht gern Kaffee zum Frühstück. B. Möchten Sie Kaffee zum Frühstück? C. Ich möchte eine Tasse Kaffee zum Frühstück. 3. Read the instructions. One. Ask someone what he's eating. Stop. Was essen Sie? 2. Ask someone what his name is. Stop. Wie heißen Sie? 3. Ask another person if he likes his food. Stop. Schmeckt es Ihnen? 4. Introduce yourself. You're Mike Holloway. Stop. Ich heiße Mike Holloway. 5. Ask another person if he likes to speak German. Stop. Sprechen Sie gern Deutsch? 6. Tell someone that you don't like to drink milk. Stop. Ich trinke nicht gern Milch. Part 4. This part is in your book. Turn off your recorder and complete part 4. Listen to the conversation. In der Wechselstube. Ich möchte Dollar umwechseln. In Mark? Ja. Wie viel Mark bekomme ich für einen Dollar? 2,30 Mark. Ich habe hier $50. Sie bekommen 115 Mark. Hier sind 2 50-Mark-Scheine, ein 10-Mark-Schein und ein 5-Mark-Stück. Vielen Dank. Listen and repeat. In der Wechselstube. Say. Wechselstube. Wechselstube. Say. In der Wechselstube. In der Wechselstube. Mike would like to exchange dollars. He says, ich möchte Dollar umwechseln. Say, umwechseln. Say, Dollar umwechseln. Say, ich möchte Dollar umwechseln. For marks, in Mark, say, in Mark, in Mark. Ja, wie viel Mark bekomme ich für einen Dollar? Say. Für einen Dollar?
Für einen Dollar? Say. Bekomme ich für einen Dollar? Say. Ja. Wie viel Mark bekomme ich für einen Dollar? How many marks do I get for a dollar? Say. Wie viel Mark bekomme ich für einen Dollar? $2.30. Germans write DM for Deutsche Mark before the number, but say the number first, just as we do in English with the dollar sign. However, unlike English, the word Pfennig for penny coins is understood and does not have to be said. Also, a comma is placed where we would put a period. Say 2.30 Mark. 2.30 Mark. Ich habe hier $50. Say. $50. Say. Ich habe hier $50. Ich habe hier $50. Sie bekommen 115 Mark. Say. 115 Mark. Say. Sie bekommen 115 Mark. Sie bekommen 115 Mark. Hier sind 2 50 Markscheine. Say. Scheine. Say. 50 Markscheine. Say. 2 50 Markscheine. Zwei 50 Markscheine. Say. Hier sind 2 50 Markscheine. Ein 10-Mark-Schein und ein 5-Mark-Stück. Say. Ein 5-Mark-Stück. Say. Stück. Ein 5-Mark-Stück. Say. Ein 10-Mark-Schein. Ein 10-Mark-Schein. Say. Und ein 5-Mark-Stück. Say. Ein 10-Mark-Schein und ein 5-Mark-Stück. Now the whole line. Say. Sie bekommen 115 Mark. Hier sind 2 50 Markscheine. Ein 10-Mark-Schein und ein 5-Mark-Stück. Vielen Dank. Say. Vielen Dank. Listen to Mike's lines and repeat. Ich möchte Dollar umwechseln. Ja. Wie viel Mark bekomme ich für einen Dollar? Ich habe hier $50. Vielen Dank. Participate in the conversation by saying Mike's lines. In Mark? $2.30. Sie bekommen 115 Mark. Hier sind 2 50 Markscheine, ein 10 Markschein und ein 5 Markstück.
This ends the exercises and the conversation. In the following exercises, you will become familiar with German coins and bills so that you can exchange money, buy tickets, make purchases, and pay bills. Exercise 14. First, look at the 8 pictures of coins. Both sides are shown. The first 5, in the left column, are penny coins. Pfennigstücke. The last 3 are mark coins. Markstücke. Say, Pfennigstücke. Markstücke. Study both sides of the coins until you feel you can identify each of them. Then turn your recorder on again. Look at the boxes. German makes no distinction between penny and pennies, or mark and marks, except by using ist for one and sind for more than one in a sentence. Pfennig is a der word, and mark is a D word. Say, das ist ein Pfennig. Das sind 2 Pfennig. Das ist eine Mark. Das sind 2 Mark. Now look at the pictures of the 8 coins again. Listen to their amounts in German and repeat. 1. Das ist ein Pfennig. 2. Das sind 2 Pfennig. 3. Das sind 5 Pfennig. 4. Das sind 10 Pfennig. 5. Das sind 50 Pfennig. 6. Das ist eine Mark. 7. Das sind 2 Mark. 8. Das sind 5 Mark. Exercise 15. Look at the box. The question, how much money do you have, is wie viel Geld haben Sie? Say, wie viel Geld haben Sie? Let's practice some answers, beginning with I have. Ich habe. Look at the amounts in your book. Listen and repeat. 1. Ich habe 5 Mark 40. 2. Ich habe 1 Mark 60. 3. Ich habe 50 Pfennig. 4. Ich habe 2 Mark 30. 5. Ich habe 4 Mark 85. 6. Ich habe 3 Mark 70. Exercise 16. Now you will answer the question, wie viel Geld haben Sie? By saying, ich habe, and using the amounts in exercise 15. Listen to the example. It's also in your book. Wie viel Geld haben Sie? Ich habe 8 Mark 20. Ich habe 8 Mark 20. 1. Wie viel Geld haben Sie? Ich habe 5 Mark 40. 2. Wie viel Geld haben Sie? Ich habe 1 Mark 60. 3. Wie viel Geld haben Sie? Ich habe 50 Pfennig. 4. Wie viel Geld haben Sie? Ich habe 2 Mark 30. 5. Wie viel Geld haben Sie?
Ich habe 4,85 Mark. 6. Wie viel Geld haben Sie? Ich habe 3,70 Mark. Exercise 17. Now a German will tell you how much money he has. Close your book and on a sheet of paper write down only the amounts in the following statements. After you finish, check what you wrote with the amounts in your book. If you made a mistake, repeat this exercise while looking at the book. You may stop the tape to write. Write the amounts as you would in English, only start with a DM and use a comma instead of a decimal point. 1. Ich habe 3,50 Mark. 2. Ich habe 6,90 Mark. 3. Ich habe 21,20 Mark. 4. Ich habe 34,10 Mark. 5. Ich habe 75 Pfennig. 6. Ich habe 1,80 Mark. 7. Ich habe 14,18 Mark. 8. Ich habe 11,17 Mark. Exercise 18. Look at the combinations of coins in your book, and for each, say how much money you have. Begin each sentence with Ich habe. Check what you said with the tape. 1. Ich habe 6 Pfennig. 2. Ich habe 12 Pfennig. 3. Ich habe 60 Pfennig. 4. Ich habe 5,50 Mark. 5. Ich habe 1,50 Mark. 6. Ich habe 2,05 Mark. Exercise 19. Now that you are familiar with German coins, let's look at the 5 bills shown front and back in your book. Study them thoroughly. When you feel that you can identify each of them, start your tape again. The word for money bills is Geldscheine. Say Geldscheine. One single bill is Ein Geldschein. Say, Ein Geldschein. Look at the 5 bills again. Listen to what they are and repeat. 1. Das sind 5 Mark. 2. Das sind 10 Mark. 3. Das sind 20 Mark. 4. Das sind 50 Mark. 5. Das sind 100 Mark. Exercise 20. Look at the box. Können Sie 5 Mark wechseln? Can you change 5 marks? Wechseln means change within the same currency. Umwechseln, as in, ich möchte Dollar umwechseln, means exchange into a different currency. Can I exchange dollars here? Would be, kann ich hier Dollar umwechseln? Say, kann ich hier Dollar umwechseln? Say, können Sie 5 Mark wechseln? Ich möchte 5 Dollar umwechseln. Kann ich hier Dollar umwechseln? Exercise
Exercise 21. Translate the following sentences orally into English. Then check your translations with the tape. Wie viel Dollar möchten Sie umwechseln? How many dollars would you like to exchange? Ich möchte 50 Mark wechseln. I would like to change 50 marks. Können Sie 100 Dollar umwechseln? Can you exchange $100? Ich möchte 30 Mark wechseln. I'd like to change 30 marks. Exercise 22. Look at the picture. Small change, any coins worth 2 marks or less, is Kleingeld. Say Kleingeld. Listen and repeat. Haben Sie Kleingeld? Haben Sie Kleingeld für 2 Mark? Ich möchte Kleingeld für 1 Mark. Hier sind 5 Mark in Kleingeld. Hier ist 1 Mark in Kleingeld. Exercise 23. Listen to the following sentences, which are also in your book. Translate them orally into English. Haben Sie Kleingeld? Do you have small change? Haben Sie Kleingeld für 2 Mark? Do you have small change for 2 marks? Hier sind 5 Mark in Kleingeld. Here are 5 marks in small change. Können Sie 50 Pfennig wechseln? Can you change 50 Pfennig? Ich möchte 150 Dollar umwechseln. I'd like to exchange $150. Ich möchte 10 Mark wechseln. I'd like to change 10 marks. Ich möchte 1 Mark in Kleingeld. I'd like 1 Mark in small change. Exercise 24. Say the following sentences in German. I'd like to exchange $200. Ich möchte 200 Dollar umwechseln. Can you change 2 marks? Können Sie 2 Mark wechseln? I'd like to change 10 marks. Ich möchte 10 Mark wechseln. Do you have small change? Haben Sie Kleingeld? Do you have small change for 1 Mark? Haben Sie Kleingeld für 1 Mark? Repeat this exercise until you can say the German without hesitation. Exercise 25. You will be given 5 situations in English. Give the appropriate response in German, then check what you said with the tape. 1. You want to make a phone call, and you would like to change 5 marks. What do you say? Ich möchte 5 Mark wechseln. 2. You have only dollars and would like to exchange them for marks. What do you say? Ich möchte Dollar umwechseln. 3. You want to ask a German if he can change 10 marks. What do you say?
Können Sie 10 Mark wechseln? 4. You want to know if a German has small change for 1 mark. What do you say? Haben Sie Kleingeld für 1 Mark? Or haben Sie 1 Mark in Kleingeld? 5. You want to tell a German that you have 5 marks and 40 Pfennig. What do you say? Ich habe 5 Mark 40. Exercise 26. In the conversation, you asked, how many marks do I get for a dollar? Wie viel Mark bekomme ich für einen Dollar? Let's practice similar questions. Listen and repeat. Wie viel Mark bekomme ich für einen Dollar? Wie viel Mark bekomme ich für 10 Dollar? Wie viel Mark bekomme ich für 20 Dollar? Wie viel Mark bekomme ich für 50 Dollar? Exercise 27. Remember that Mike got 2 marks 30 for $1. Now it's your turn to ask how many marks you get for various amounts of dollars. Whenever you hear the beep, ask, wie viel Mark bekomme ich für? Whatever the amount is. Use the amounts indicated in your book. Check your question with the tape, then listen to the answer and translate the amount only into English. You will then hear the amount on the tape. Listen to the example, which is in your book. You say, wie viel Mark bekomme ich für einen Dollar? You hear, wie viel Mark bekomme ich für einen Dollar? Then you hear, Sie bekommen 2 Mark 30. You translate, 2 marks 30. And you hear, 2 marks 30. Now look at the first amount in your book and ask the question. 1. Wie viel Mark bekomme ich für 2 Dollar? Sie bekommen 4 Mark 60. In English? 4 marks 60. 2. Wie viel Mark bekomme ich für 5 Dollar? Sie bekommen 11 Mark 50. In English? 11 marks 50. 3. Wie viel Mark bekomme ich für 10 Dollar? Sie bekommen 23 Mark. In English? 23 marks. 4. Wie viel Mark bekomme ich für 20 Dollar? Sie bekommen 46 Mark. In English? 46 marks. 5. Wie viel Mark bekomme ich für 50 Dollar? Sie bekommen 115 Mark. In English? 115 marks. 6. Wie viel Mark bekomme ich für 60 Dollar? Sie bekommen 138 Mark. In English? 138 marks. 7. Wie viel Mark bekomme ich für 100 Dollar? Sie bekommen 230 Mark. In English? 230 marks. Exercise 28. You can use the German word bekommen in many situations. Don't confuse it with the English word
become. It means something quite different. Bekommen means to get, in the sense of to receive. Let's practice this word in some questions you may want to ask. Listen and repeat. Bekomme ich Kaffee zum Frühstück? Was bekomme ich zum Frühstück? Wo bekomme ich Deutsche Mark? Kann ich hier Bier bekommen? Kann ich hier eine Karte von Deutschland bekommen? Wo bekomme ich das? Now, on a piece of paper, write down the English translation of these 6 questions. After you finish, turn the tape recorder on again and check your translations with the tape. One, do I get coffee for breakfast? Two, what do I get for breakfast? Three, where do I get German marks? Four, can I get a beer here? 5. Can I get a map of Germany here? 6. Where do I get that? Now cover the sentences in your book and, using your English translation, say each sentence in German. Uncover the text to check what you said. Then repeat the taped exercise until you can say the question without hesitation. Exercise 29. You will be happy to learn that there is a common German short form that does not exist in English. Look at the box and say, Ich möchte zur Wechselstube. If you want to go someplace, you just use möchte and the place. To go is understood. Let's practice this. Listen and repeat. Ich möchte zur Bank. Ich möchte zum Bahnhof. Ich möchte zur Kaserne. Ich möchte zur Wechselstube. Möchten Sie zur Post? Möchten Sie zur Kaserne? Exercise 30. You remember that this short form is also used when you want to get or to have something, as in Ich möchte ein Bier. I'd like to have or get a beer. In this case, you can also omit have or get in English, as in I'd like a beer. Say Ich möchte ein Bier. Let's check your understanding of these short forms. Translate the following 8 sentences orally into English. They're also in your book. 1. Ich möchte zur Kaserne. I'd like to go to the barracks. 2. Ich möchte 2 Mark in Kleingeld. I'd like 2 marks and small change. 3. Möchten Sie zum Schloss? Would you like to go to the castle? 4. Ich möchte zum Bahnhof. I'd like to go to the railroad station. 5. Ich möchte zur Wechselstube. I'd like to go to the money exchange. 6. Ich möchte bitte eine Tasse Tee. I'd like a cup of tea, please. 7. Möchten Sie zur Post? Would you like to go to the post office? 8. Ich möchte zur Bank.
I'd like to go to the bank. Exercise 31. When you hear the first beep, say that you would like to go to the place pictured in your book. When you hear the second beep, ask another person if he would like to go there. Use only the short form. Look at the example in your book and listen. Example. You see a picture of the barracks. Here. And say. Ich möchte zur Kaserne. You hear. Ich möchte zur Kaserne. You hear. And ask. Möchten Sie zur Kaserne? Then you hear. Möchten Sie zur Kaserne? 1. Ich möchte zur Post. Möchten Sie zur Post? 2. Ich möchte zum Bahnhof. Möchten Sie zum Bahnhof? 3. Ich möchte zur Wechselstube. Möchten Sie zur Wechselstube? 4. Ich möchte zum Kaufhaus. Möchten Sie zum Kaufhaus? 5. Ich möchte zur Bank. Möchten Sie zur Bank? 6. Ich möchte zum Bus Nummer 6. Möchten Sie zum Bus Nummer 6? 7. Ich möchte zum Schloss. Möchten Sie zum Schloss? This is the end of side 11. Advance your tape and continue on to the next side.